Hallo und herzlich willkommen zurück im Klemmbausteinzimmer. Ich bin der Markus mit aus dem Ruhrpott und heute machen wir ein Review. Und zwar ein Review über dieses schöne Set von DK, das The Empire of Jedi City mit der Nummer 7010. Oh je, oh je. Das ist der Karton. Oh. Ja, man kriegt den ungefähr drauf. Das ist die Rückseite. So. Karton weg, Start. Das ist die tolle Anleitung. Cool, ja, will ich ganz sagen. Und zwar hat die eine Stärke von, naja, 2 mm, 3 mm. Wir besitzen hier 195 Bauschritte bei 1563 Teilen. Wie gesagt, diese Dicke. Das hat zum Nachteil, dass dann teilweise auf einer Seite locker 8 Bauschritte sind. Mit auch teilweise nur 5 Teilen, aber teilweise auch 15 Teilen oder 20 Teilen. Das, was gebaut worden ist, ist ausgegraut. Das, was zu bauen ist, ist in Vollfarbe dazu dargestellt. Es ließ sich in dem Sinne gut bauen, nur halt, es ist relativ klein. Ja, man muss da sehr genau hingucken. Insgesamt gab es 5 Bauschritte. Bei mir übrig geblieben sind diese Teile. Ja. Wo ich dazugeben muss, also es sind wirklich hervorragende Teile. So wie ich jetzt gehört habe, sollen es halt Gobrix-Teile sein. Wirklich super tolle Teile. Und wer das wieder zerlegen würde und das halt zum Mocken nehmen würde, hätte Spitzenteile. So, jetzt kommt das Ergebnis. Ja, man hat wirklich den Eindruck, das Ding schwebt. Es wackelt ja auch dementsprechend. Ja. Also das da oben ist Leichtbau, logisch, aber sehr, sehr schön gemacht. Und jetzt möchte ich mal kurz gucken, ob ich das jetzt spontan hinbekomme. Das piepende Handy ignoriere ich einfach. Und ich versuche mal, einen Moment, das an, das an, das an. Und jetzt kann ich halt hier, wie gesagt, ihr seht die Teile. Irgendwie glauben viele, Data Analytics sei nur etwas für ganz wenige. Ja, ihr seht die Teile. Jetzt können wir hier mal schön reingucken. Ist also so, nicht, dass da nichts drin ist. Klar kann man da jetzt ein bisschen zwischengucken und reingucken, aber das ist ja oben halt ein bisschen Leichtbau.
Da ist wirklich was drin. So. Muss das irgendwie abbrechen? Oh, Moment. Das Bauen hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und die Teile, wie gesagt, es sind super tolle Teile. Es gibt das von Mold King in groß. Aber im Mold King, dann ist das Sonnenbrecher. Wo soll man das hinstellen? So wie das ist, kann das da hinten irgendwo Platz finden. Wo weiß ich noch nicht genau, weil ist auch ein bisschen voll da. Aber mir wird was einfallen. So. Wir haben so jetzt eine grobe Länge von 24 Zentimetern. Eine Höhe von auch 24 Zentimetern. Und die breiteste Seite ist hinten. Und da kommen wir so auf guten 17 Zentimetern. Der Bau hat wirklich extrem viel Spaß gemacht. Auch wenn ich sagen muss, dass der erste Bauschritt unten der Berg quasi nur Plät auf Plät auf Plät auf Plät auf Plät ist. Aber danach sieht man so, hallo, da baut sich was auf, was richtig massives, stabiles. Das Ganze wiegt auch was. Will ich jetzt nicht hochheben, weil dann wahrscheinlich der Flieger kippt. dieser hier, diese Aufhängung, es gibt da so ein Stuhlmodell, so ein, habe ich das nicht irgendwo da hinten stehen sogar? Habe irgendwo so ein Modell aus Lego-Steinen. Ach, da oben. Komm mal her. Das Raumschiff ist quasi nach demselben Prinzip aufgehangen wie das. Vorkommen. Und das hat ja mal einer so gemacht und vorgeführt. Es gibt ja mittlerweile auch Stühle, so schwebende Stühle schimpft sich das ja. Ist nach demselben Prinzip aufgebaut. Und das Prinzip ist einfach nur toll. Und wie gesagt, da sehr, sehr stabil. Ja. Okay, andersrum. So rum wir jetzt 1 zu 1. Also hier der Bügel ist das hier. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Hätte auch nicht gedacht, dass das so stabil steht. Top. Steinequalität top. Kann ich nur empfehlen. Ich glaube, der reguläre Verkaufspreis liegt so ungefähr bei 59 Euro für 1563 super Spitzenteilen. Klare Kaufempfehlung. Gut. Das war's. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr von diesem Set haltet, wie es euch gefällt. Bestellt euch einen lieben Gruß aus dem Ruhrpott. Bitte bleibt gesund. Ich bin der Markus. Grüße heute mal Oerkenschwick und sage Glück auf, wo immer ihr seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.